Ihnen war zu hoch angesetzt. Dagegen gibt es beim Kapitel Inneres ein Plus von fast 404 Millionen. Herr Staatssekretär, ja, jetzt diskutieren wir seit vielen, vielen Stunden das Budget 24 und es bestätigt sich unsere Analyse, die wir von Anfang an hatten, dass wir zwar unglaublich viel Geld ausgeben, viel Geld in die Hand nehmen und gleichzeitig die großen Herausforderungen der Menschen nicht lösen. Weder schaffen wir es, obwohl wir ein Rekorddefizit verzeichnen, schaffen wir es, eine Entlastung bei den Menschen zu schaffen, wenn es ums tägliche Leben geht, wenn es um die Teuerung geht, noch bei den Mieten. Das zieht sich leider durch, meine Damen und Herren. Und auch, und es zieht sich eben auch durch, Herr Bundesminister, wenn wir jetzt zu Ihren Untergliederungsgruppen kommen, zur Gruppe Inneres und dann auch zu Fremdenwesen. Es ist nicht die Summe, die bereitgestellt wird, die wir kritisieren, die ist, und das wird man jetzt dann eh auch in den nächsten Redebeiträgen hören, wird man ja von Rekordbudgets sprechen im Inneren. Ja, die Summe ist schon gut und da kann ich Ihnen auch den Vorwurf nicht machen, dass Sie sich nicht bemühen um mehr Mittel und dass das Budget höher wird und größer wird. Diesen Vorwurf kann man Ihnen nicht machen. Herr Bundesminister, einen anderen Vorwurf müssen Sie sich allerdings gefallen lassen, dass der Output nicht stimmt. Der Output stimmt nicht. Wir haben zwar ein riesengroßes, ein hohes Innenbudget und gleichzeitig massive Probleme bei der Polizei, bei den Polizistinnen und Polizisten. Wir schaffen es nicht, genug Polizistinnen und Polizisten auf die Straße zu bringen. Und das ist das, was das Versagen hier im Innenministerium ist. Es gelingt uns nicht, die Planstellen zu besetzen. Und jetzt kann man ganz aktuelle Beispiele nehmen aus der Obersteiermark, wo es ganz eklatant ist, dass viele, viele Planstellen fehlen, ob das im Bezirk Liezen ist oder auch Bruck-Mürzzuschlag war es jetzt gerade aktuell. Wir haben es auch im Rheintal, wo immer mehr Dienstposten einfach auch die tägliche Arbeit nicht mehr gut bewältigen können, weil die Polizistinnen und Polizisten fehlen. Also der Personalbedarf, den man notwendig bräuchte, der gelingt nicht, trotz Rekordbudgets. Und meine Damen und Herren, was halt fehlt, ist ein anderer Lösungsansatz. Da reicht es nicht, mit Ankündigungen und Presseaussendungen zu arbeiten. Da braucht es halt ein modernes Dienstrecht, dass sich die Menschen auch wieder melden für den Polizeidienst und dass sie bei uns bleiben. Das ist ja ein Problem, das ein neues Phänomen ist. Früher hat ja kein Polizist während seiner Dienstzeit abgerüstet. Jetzt haben wir eine Dropout-Quote, die uns richtig Sorgen macht. Und Herr Bundesminister, das ist Ihre Verantwortung. Das ist eine Verantwortung der ÖVP seit über 20 Jahren in diesem Ressort. Und es ist ein Parteifilz geworden im BMI. Und das spürt man natürlich auch. Junge Menschen wissen, sie haben im Innenministerium nur eine Perspektive, wenn sie ein schwarzes Parteibuch haben. Und es fängt halt ganz oben an, dass der Bundespolizeidirektor, die einzige Qualifikation, die der Herr Takacs, glaube ich, mitgebracht hat, war ein ÖVP-Parteibuch. Und das ist das Problem, das wir haben. Sie haben seit 20 Jahren dieses Ressort in der Hand und sie schaffen es nicht, eine ordentliche Sicherheitspolitik zu machen. Und jetzt wird das Gegenargument kommen mit den 383 neuen Planstellen. Schön und gut, aber in erster Linie neue Kompetenzen, die das Innenministerium bekommt und eine neue Geschäftseinteilung. Und der gelernte Österreicher weiß ganz genau, was im Bereich Innenministerium neue Geschäftseinteilung bedeutet. Umfärben, weiter umfärben, einfärben, das ist leider das Programm, das Sie fahren. Viel Geld, leider zu wenig für die Sicherheit in Österreich. Dankeschön. Herbert Einheimer von der SPÖ war das. Es seien zu wenige Polizisten auf den Straßen unterwegs. Planstellen könnten nicht besetzt werden.